So, jetzt starte ich das Video das dritte Mal. Ich weiß auch nicht, heute stört es mich irgendwie, dass ich mich jetzt verhaspelt habe. Sonst lasse ich das ja irgendwie laufen, aber irgendwie war das jetzt gerade so ein Durcheinander, dass es mich selbst gestört hat. Und zwar, wir machen Low-Carb Zucchini Pancakes. Und zwar haben wir einmal von einer mittelgroßen Zucchini drei Viertel von dem. Also von der Zucchini, die habe ich jetzt geraspelt. Dann brauchen wir Salz, zwei Eier, etwas Dill, etwas Pfeffer, 10 Gramm Kokosmehl, etwas Kokosöl zum Anbraten. Ihr könnt aber auch Rapsöl nehmen, denn Rapsöl ist ja auch Low Carb. Und das sind eigentlich die Zutaten. Ich habe mir jetzt nur gedacht, ich nehme noch ein bisschen Feta-Käse dazu, weil ich den offen da habe. Und weil der natürlich noch ein bisschen mehr Würze mit reinbringt. Und das sind erstmal die Zutaten. Was wir jetzt machen ist, entweder, also auf jeden Fall geben wir jetzt erstmal etwas Salz über die Zucchini, damit das Ganze etwas entwässert wird. Ich gebe jetzt nicht so viel, weil ich lasse dann später jetzt einfach Salz weg. Ihr könnt natürlich auch das Ganze mehr salzen. Und dann müsst ihr aber die Zucchini später wieder abwaschen, weil es sonst einfach zu salzig wird. Ich gebe jetzt einfach so viel dran, dass ich sage, das ist für das Rezept gut. Dann muss ich es nämlich nicht abwaschen. Und das müssen wir jetzt erstmal so 15 Minuten wirken lassen, dass wir einfach das Wasser rausbekommen. Und dann tropfe ich das aber auch nochmal ab, damit die Zucchini wirklich relativ trocken sind. Und dann geht es gleich weiter. So, also da ist wirklich richtig viel Wasser noch rausgekommen. Also das mit dem Salzen, das würde ich auf jeden Fall machen. Dass da, dass da einfach schön das ganze Wasser rausgezogen wird, sagen wir es mal so. Jetzt, wie gesagt, die Eier habe ich schon reingegeben gehabt. Dann das Kokosmehl. Etwas Pfeffer. Wer mag den Feta-Käse? Und etwas Dill. Ich habe mir jetzt noch alles sehr, sehr hart. Alles schön verrühren. Wie ihr seht, ist das Kokosöl gleich geschmolzen, aber wie gesagt, ihr könnt auch Rapsöl nehmen. Jetzt gebe ich mal ein Kleckschen hier in die Mitte. Ein bisschen größer kann er ruhig werden. So, meine Lieben, den ersten habe ich jetzt erstmal ohne Kamera gewendet. Da wollte ich mir erstmal selber sicher sein, ob das Ganze funktioniert. Also man sieht, ich hätte ihn noch ein bisschen brauner werden lassen können, aber ich wollte natürlich auch nicht, dass er schwarz wird. Und zwar am besten ist es, dass man darauf achtet, wenn also jetzt natürlich im umgekehrten Falle, hier sieht man es natürlich schon, wenn, wenn das die rohe Seite, wenn man sieht, dass die außenrum hier schon braun wird, dann kann man es eigentlich wenden. Aber zu wenden ging es total gut. Da habe ich ja gedacht, ob das jetzt klebt, aber ihr seht es auch, ich kann es so rumschieben. Also das ist eine schöne Bindung und ja. So, also den ersten habe ich schon rausgeholt, den habe ich dann noch auf so Küchenpapier abgetupft, also damit das überschüssige Öl weggeht. Und zwar, ich habe das jetzt nur mal hier leicht vorhin angestoßen. Und ihr seht schon, wie schön man den rumbewegen kann. Also, dass man da nicht so überempfindlich vorsichtig sein muss. Und hier fängt es jetzt leicht an, braun zu werden. Ich will nur natürlich auch nicht, dass er verbrennt. Weil man den eh so gut wenden kann, kann man den sonst später einfach wieder umdrehen, wenn einem der noch nicht braun genug sein sollte. Aber wie ihr seht, ich finde, das ist die perfekte Farbe. Also waren wir gerade richtig. Und ja, so machen wir jetzt noch. Oh, ich glaube, zwei kommen noch raus. Also so, ich glaube, bei der Menge so vier kriegen wir hin. So, jetzt sind wir auch schon wieder fertig. Und zwar vier Pancakes sind rausgekommen. Ich habe die jetzt einfach mal gestapelt und in der Mitte durchgeschnitten. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!